So, jetzt geht's dann. Okay, jetzt wissen wir auch, dass wir den einen Weg direkt runter können. Ich habe jetzt den Spielstand nochmal geladen, weil die Aufnahme jetzt nicht angegangen ist. Weil UBS irgendwie das nicht genommen hat. So, 3000 haben wir wieder rausgeholt, 7000 fehlen noch, aber ich wusste, dass es eine Waffe gibt, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Ansonsten hätte ich keine 10.000 Gil dafür ausgegeben. Aber eine Waffe kann man ja eigentlich im Endeffekt immer gebrauchen, deswegen ist das eigentlich relativ egal. Ich glaube, wir können auch nur noch eine Waffe für Cloud, glaube ich, auch holen, ne? Also sicher bin ich mir jetzt nicht. So. Dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen, damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich. Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung, wo sie doch die letzte von reinem Blute war. Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen. Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist. Sei stolz darauf. Ilfana war wunderschön, bis auf die letzte Zelle. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Hoppla, es ist ja schon Zeit für mein Meeting. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ist schon ziemlich spät, aber die Sache in Sektor 7 hält die Leute wohl auf Trab, was? Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Unschuldige Opfer in Kauf zu nehmen, nur um Shinra eins auszuwischen. Die Straßen sind teilweise eingebrochen. Sich hier zu bewegen. Ich habe so eine Vermutung, wer es sein könnte, aber ich bin mir nicht sicher. Geschäftiges Treiben. Ist ja auch Ausnahmezustand. Was ist mit der Verbreitung von... Irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Angeblich stauen sich die Anfragen. Dann setzt eine KI darauf an. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein. Also macht euch locker. Ja, es war für die Leute, die es wieder vergessen haben, aber ich würde jetzt nicht darauf tippen, dass er das ist. Es sind noch immer nicht alle Feuer gelöscht worden. Er wäre vielleicht eine Möglichkeit. Meinst du, dass wir jetzt in einen Krieg hineingezogen werden? Die ist es definitiv nicht. Mir fehlt aber eigentlich auch noch jemand, den ich
fragen könnte. Ich hab nämlich so eine Idee, wer es sein könnte. Was ist das? Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lernt mehr, wenn du mich fragst. Ja. Er ist aber nicht hier, den ich suche. Der müsste doch hier eigentlich auch auftauchen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ah! Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt rauf? Genau. Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Wie? Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Ist ja wieder klar. Luminous All-Stars. Ich hätte vorher die Sachen wechseln sollen. Was soll ich jetzt nochmal machen? Ihr schafft das schon. Keine Sorge. Hiermit erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage.
auch mit dem Fahrstuhl. Darf ich fragen, was ihr da wollt? Wir wollen eine Freundin befreien. Shinra hält sie in der Forschungsabteilung fest. Oh, im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo, der Direktor und die anderen Abteilungsleiter treffen sich im großen Konferenzzimmer. Dann nichts wie hinder. Wir nehmen den Direktor als Geisel, dann tanzen sie nach unserer Pfeife. Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Dann geht zur Herrentoilette. Dort gelangt ihr in einen Lüftungsschacht, der im Konferenzzimmer vorbeiführt. Verstanden. Okay. Chidley! Hallo Cloud, ich habe dich erwartet. Erinnerst du dich nicht? Ich bin Lehrling in der Forschungsabteilung von Shinra. Ich weiß über dich Bescheid, da ich ins Netzwerk des Firmenvorstands eingedrungen bin. Ich werde dich unterstützen, so gut ich kann. Ich stelle einen Vertrauensanstieg fest. Machen wir es kurz, um keinen Verdacht zu erregen. Na, Luft habe ich schon. TP habe ich auch, glaube ich, schon, ne? Erstschlag. Ja, so viel Geld habe ich jetzt nicht, dass ich jetzt alles kaufen würde. Keine weiteren. Ich dachte, man konnte noch welche holen. Ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cool. Ja, 200 habe ich ja gesagt, weiß ich noch nicht. Sämtliche Magiematerie meistern. Okay. Sonst hat es ja besonders nichts zu tun. Heilen haben wir auch fast voll. Gewitter haben wir voll. Welche fehlt denn noch? Toxin haben wir auch schon voll gemacht. Luft fehlt. Ne, Luft haben wir. Behandeln wäre zum Beispiel noch nicht voll. Ich weiß nicht, ob die da mitzählt. Dass jetzt nur die grünen sind. Zeit fehlt auch noch. Das wären 9. Das wären 10. Das wären 11. Das wären 12. Ja, das wären jetzt nur noch die. Komm mal die rein, die jetzt noch fehlen. Aber nicht verbunden. Hier würde ich sogar glatt switchen hier. Mit ihnen nämlich. Können wir auch einen Sockel reinmachen. Da muss ich gleich gucken, was ich da reinmache. Das ist ein einzelner Sockel. Hat Tifa das gar nicht drin mit dem effizienten Blocken? Eris hat das drin. Welche habe ich denn bei Cloud drin? Die, da ist ich da. Die habe ich da drin. Die müsste ich wechseln, damit ich die boosten kann. Damit ich dann noch eine zweite kriege, aber die muss ich erst komplett voll machen. Frost, Gewitter, Feuer hat sie nicht drin, aber das sollte eigentlich auch so gehen.
Ist sonst noch eine grüne, die fehlt? Zerstörung, glaube ich, fehlt. Ja, der Mithril-Säbel hätte natürlich noch zwei Sockel mehr im Endeffekt, ne? Also versockeltechnisch wären die anderen Waffen besser. Wertetechnisch ist quasi das Panzerschwert momentan am besten und so oft benutze ich ja jetzt nicht die Fähigkeiten. Was muss ich eigentlich bei Barrett benutzen? Wer soll denn das aussprechen? War gut zu wissen, was wir benutzen müssen. Zum Training hier für die entscheidende Schlacht? Kann ich hier noch was kaufen? Guten Abend. Was darf es sein? Oh, Käsekuchen. Käsekuchen ist cool. Hast du denn noch an Waffen? Sind so teuer, die Scheißdinger, ne? Warum kostet das so viel Geld? Oh, hier gibt es nochmal den Mithril. Die Hartdinge. Okay. Und die sogar physisch sogar wesentlich besser wäre als unsere aktuelle. Kurz haben wir alles schon. Was habe ich denn sonst noch hier? Brauche ich nicht. Was haben wir an Materia? Alles, was wir schon haben, ne? Ja. Gegenstände. Hier eigentlich auch genug. Ich will nochmal gucken bei der Waffe. Habe ich dann noch einen zweiten Sockel? Das ist so viel Rot einfach. Also es lohnt sich jetzt nicht, das wirklich auszutauschen. Weil einfach zu viel Rot ist. Also ich würde jetzt erstmal beim Panzerschwert bleiben. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Waffe gibt, die wir bekommen können. So, lass mich schauen, wo muss ich hin? Ah, da hinten habe ich noch ein Bett und eine Schaltplatte. Es muss doch was geben, was wir tun. Gar nichts. Haben wir jetzt erhalten. Ich würde aber wesentlich bessere Musik. Das ist nicht schlecht. Wesentlich besser. So, da müssen wir jetzt nur noch den Typen finden. Cloud! Hä? Du bist Cloud, ach, oder? Die beiden! Mensch, Cloud! Schon gut! Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst! Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen! Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Okay, dann ist das nicht die beiden aus dem Anfang. Ich hätte nämlich gedacht, dass die beiden das sind. Ja, dann müssen wir den einen Final Fantasy Teil, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist, auch noch spielen, die Crystal Chronic. Da gibt es auch noch sehr viele Sachen, die auch nochmal gelüftet werden, die wir jetzt noch nicht herausfinden können. Oder noch nicht gesagt werden. Ja, erstmal gucken, wie komme ich denn jetzt hier weg? Ich soll den Aufzug benutzen bestimmt, ne? Was ist denn hier? Ich kann doch hier nichts machen. Kann ich nochmal irgendwo runter? Ich kann kaum noch sitzen. Okay, wo ist denn das verdammte Klo hier? Was ist das hier für ein Laden, ey? Absolut, die Musik läuft oben noch. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln.
Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palma hat es mir erzählt. Voll der Cliffhanger hier. Was bist du denn für ein Arsch? Barrett. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Aeris geht vor. Auf welche Etage ist denn das hier? Ja, wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. In Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Da wird ja wohl nicht so schwer sein, das Klo zu finden, oder? Das ist die Damentoilette. Ja. Okay, ich warte hier. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Ob sie das mit reingemacht haben. Zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. Ich hab so eine Ahnung, der könnte eventuell hier sein. Es ist genau wie im Original. Also in dem anderen Teil. Volltreffer. Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Hält ja auch nicht auf, ne, mit dem Schwert oder so, ne? Schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist.
sind da. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verloren. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reeve? Ja, wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier Neo-Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt! Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Alles fügt sich. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Aris. Los, hinterher.